Hallo und einen wunderschönen guten Abend zum heutigen Stream hier bei Ehio, dem super coolen Laden, wo es jetzt auch wieder einen Online-Shop gibt. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Es sind schon wieder richtig viele Leute da. Was geht denn hier ab? Ich bin total begeistert. Über 10 Leute gleich hier am Anfang. Unglaublich, ich bin begeistert. Mibu 1970, vielen Dank für deinen Follow. Der Andi ist schon da, freut sich mächtig auf Software programmieren. Wir machen heute aber auch Hardware. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen beruhigen? Wir machen auch Hardware. Wir werden ein bisschen Steckbrett, Prototyp und dann machen wir Software. So mein Plan. Also Andi, nicht total frustriert sein. Und abgesehen davon, wir programmieren eh nicht, das macht ja der ChatGPT für uns, weil er kann es besser wie wir alle zusammen. Also wie ich auf jeden Fall. Dann, der Jimmy ist da, grüß dich, der Hope ist da und Kevin hat auch schon reingewunken. Einen wunderschönen guten Abend allen miteinander. Wir haben heute einen revolutionären neuen Tag, der 1.10. Und seit heute, ihr habt wahrscheinlich eh alle das Video schon gesehen, seit heute gibt es wieder meinen Shop. Der Ehio Online-Shop ist wieder da. Es war eine langwierige, interessante, aber doch irgendwann zielführende Entscheidung zu beschließen, diesen Shop wieder aufzunehmen. Und mit heute war mein Stichtag. Aber wenn ich mal keinen Stichtag setzt, dann komme ich eh nicht dazu. Dann schiebe ich es wieder immer ewig raus und es passiert nichts. Ich habe deswegen den 1.10. gewählt, als der Tag muss passen. Und somit legen wir heute los mit dem neuen Shop. Ihr kennt es alle, ihr habt wahrscheinlich alle schon reingeschaut. Ich will nicht zu viel Werbung dafür machen, auch wenn ich jetzt wieder 100% davon leben muss. Aber das klappt schon. Es kamen mega viele Bestellungen. Und es sind wahnsinnig viele Abonnenten dazu gekommen. Ich lese die jetzt mal alle schnell vor, weil die sind alle heute wegen des YouTube-Videos dazu gekommen. Hallo, grüß dich. Alle aufpassen, Moderator anwesend. Der Moderator mit seinem Monat 1 Widerstand. Ich glaub's ja nicht. Das für ein Moderator, hey. es sind ganz viele Abonnenten dazu gekommen. Meine Kamera hat immer noch diese Aussetzer. Ich krieg nur alle Zustände. Furuba, grüß dich. So, dazu gekommen heute Ernteglück, Medicus, Kubert, Dreamspy, Benny, René, Modellgraben, Why Not Hug Me, Schöne Paparillo, Bloodpack, Barbie, Targaskum und gerade eben Mibu 1970. So schaut's aus. Ganz viele neue Leute dabei. Ja, Andi, spammen da bist sofort. Zack. Tod, Verderben, Weltuntergang. Falls euch aufgefallen ist, ich habe gerade die Quatschenszene drin. Ich habe meine neue Quatschenszene eingerichtet für die Tage, wenn Matthias nicht dabei ist, weil ich brauche ja hier nicht so viel Nichts an der Stelle und dachte immer, dann tue ich hier den Chat rein, weil dann könnt ihr nämlich auch den Chat nachlesen. Ist das nicht wunderbar? Es ist wundervoll. Gebt es zu. Guckt, was ich vergessen habe. Hab mir heute keinen Kaffee gemacht. Aber ich habe mir zumindest geschafft, was zu trinken zu machen. Wenigstens das. Wir werden nicht verdursten, auch wenn die Softwareprogrammierung sehr trocken wird heute. Dann erzählt's mal, wie geht's euch? Habt's gut in die Woche gestartet? Wir haben ja quasi morgen schon wieder die Mitte der Woche rum, also von dem her bin ich mal zuversichtlich, dass alle gut gestartet sind, oder? Ich bin ganz, ganz gar wunderbar gestartet. Ich war gestern den ganzen Tag unglaublich nervös, also von dem her trocken wie Kreide, genau, trocken wie die Kreide, die das Rotkäppchen dem Wolf, die der Wolf gefressen hat, damit der klingt wie die Großmutter. Bergfest, sehr schön. Alles bestens, Jimmy Joker, das freut mich. Ich war gestern Bergfest wegen Wochenteiler und so. Topsoft, grüße ich. Ich war gestern den ganzen Tag irre nervös. Ich habe nicht gewusst, wie der Shop anlaufen wird. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktioniert. Es ist ein neues Shop-System. Die ganzen Kundendaten sind de facto alle weg. Es ist mühsam. Und bis alles läuft und bis alles drin ist. Und ich war echt nervös gestern. Also ich bin, fragt es meine Frau, ich war nicht ansprechbar gestern. Und habe dann natürlich bis Mitternacht aufbleiben müssen. Yeti, grüß dich. Habe natürlich bis Mitternacht aufbleiben müssen, weil ich musste den Shop live schalten. Ich kann nicht das einstellen, dass das Passwort ab Mitternacht wegnimmt. Und dann kamen schon gleich die ersten Bestellungen. Um 11:45 kam schon gleich die erste Bestellung rein. Und dann habe ich heute in der Früh gesehen, ganz großes Kino.
Der E-Mail-Absender ist falsch. Da musst du mich da noch mit DMARC beschäftigen. Und ach, bis da alles läuft, das ist wundervoll. Aber jetzt läuft es und ich bin echt happy drum. Aber es sind so viele Dinge und bis man sie da wieder reingefuchst hat. Aber an sich finde ich es einfach cool. Also ich fuchse mich gern rein in sowas und finde das passt. Bis das dann alles wieder läuft und so, das macht schon Laune, finde ich. Ja, doch, doch. So wie wir heute die Flap-Flap weiterbauen werden und schauen werden, dass wir da mal heute ein bisschen was sehen. Ich weiß nämlich, wir haben ja, also eigentlich haben wir jetzt ja das Ganze so, dass das, also wir haben ja hier diese Platine gehabt. Und da war ja richtig viel Zeug drauf. Und das ist alles weg. Wir brauchen keinen Inkrementalgeber mehr abfragen. Weg. Weil wir machen das mit unserem Magneten. Wir brauchen keine Spalten- und Zeilenansteuerung, weil wir tun ja quasi die Uhrzeit direkt uns am Raspberry Pi holen. Und somit geht das reduziert sich alles komplett runter. Wir haben im Prinzip nur noch einen Triak, Optotriak, also ich packe einen Triak davor. Ich habe mir überlegt, ich nehme den Triak von hier, weil wir brauchen diesen Pull-Down und so weiter, dass da zuverlässig ausschaltet, wenn wir vorne die 3,3 Volt weggeben vom Optotriak. Ich will es mit dem machen, weil den haben wir eh. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, wegen, dass das Bauteil auch hält und so weiter. Weil nicht, dass dann so ein Optotriak kaputt geht, wäre schade drum. Fände ich tatsächlich sehr, sehr schade. Bauen den Optotriak dann aufs Brettboard, den Triak hier aufs Brettboard, haben den Optotriak dahinter, dann kann sie das Teil schon mal drehen. Dann hauen wir unsere Hardware hin und dann soll es eigentlich laufen. Und dann müssen wir nur noch Software programmieren. Der Rest läuft dann daneben bei. Im Übrigen habe ich jetzt nochmal kurz festgestellt, ich habe das letzte Mal gezeigt, was ich alles bestellt habe bei Supermagnete. Die 20 Magnete hier, also 20 Stück, 5 mm hoch, Durchmesser 5 mm, ich habe ja gesagt, da habe ich noch welche mitbestellt wegen Versandkosten. Ich habe die Rechnung angeschaut. Nee, die haben es mal gratis mit dazu geschickt. Da stand auf der Rechnung, gratis Geschenk. Finde ich cool. Finde ich richtig cool, weil kann man immer brauchen. Bin mir schon überlegen, wie ich die jetzt irgendwo ein 3D gedruckt kriege, damit ich da was Cooles damit machen kann. Na, 2015 gehen wir dann erstmal rüber auf den Löhplatz. Bis 2015 müssen wir mindestens noch quatschen, holla. Sonst ist der Stream zu schnell fertig und ich muss mich ja doch irgendwie an dein Drehbuch halten, damit ich nicht Ärger kriege von dir. So lecker. Dann würde ich sagen, tun wir mal rübergehen. Wie gesagt, ich habe hier neue Szene. Tut's die Szene loben. Sagt's, wie cool die ist, weil jetzt könnt ihr mich den Chat lesen und so weiter. Finde ich nämlich auch ganz praktisch. Wir gehen rüber, dann bauen wir das ganze Kind zusammen und dann schauen wir, ob es überhaupt noch funktioniert. Der Magnet und so weiter soll soweit funktionieren. Wir müssen nur noch schauen, wie wir jetzt diesen Riedkontakt ins Gehäuse reinkriegen. Das könnte noch spannend werden, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Chimney bei mir, ich huste halt noch, aber sonst bin ich fit. Also ich habe jetzt seit Tagen keine Ibuprofen mehr genommen. Ich bin tatsächlich außer Husten und ein bisschen verrotzte Nase, bin ich echt ganz fit. Furuba, was hast du für eine, nicht, dass ich neugierig bin, aber wenn ich alles weiß, bin ich nicht neugierig. Da bin ich jetzt neugierig, was du für eine Lötstation hast. Ich habe ja im Shop drin drei Lötstationen mittlerweile. Eine günstige Hakko. Hakko ist sehr qualitativ hochwertig und deswegen auch nicht gerade im billigen, günstigen Sektor unterwegs. Aber ich habe eine kabelgebundene mit 230 Volt jetzt drin. Ich habe die FX888 wieder drin und die FX971. Das ist die geniale große, die ich hier bei mir habe, wo ich dann auch im Stream die Temperatur anzeigen kann und sowas. Eifen A9. Ja, JVC ist natürlich, ich mag JVC überhaupt nicht. Ich höre nur Gutes von JVC, aber ich mag JVC tatsächlich nicht. Nee. So, dann tun wir mal hier umschalten von Just Chatting auf. Was machen wir heute? Wissenschaft und Technik, oder? Irgendwie sowas nennen wir das Ganze. Fertig. Tun wir mal umtun. Und dann gehen wir mal rüber, schauen wir mal, ob wir das Zeug anbauen. Wir müssen schauen, wie wir den Sensor reinkriegen. Das wird die größte Herausforderung.
Aber das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. Vielleicht vergesse ich sogar nicht, das Mikrofon mitnehmen, dann hört es mich sogar. Aber in die Richtung klappt es eigentlich meistens ganz gut. Meistens ist die andere Richtung, wo ich es dann wieder vergesse mitzunehmen. So, und jetzt ist man schon wieder wie immer im Stream heiß. Ah, so, dale. Jetzt passt es mal auf. Jetzt haben wir hier einen Raspberry Pi hängen. Stecken wir mal aus, zwecks Explosion und so. Wir haben hier das Teil und da bauen wir jetzt mal nochmal den Sprengring da oben runter, weil ich habe da eine Idee, die könnte funktionieren. So. Und zwar, wenn wir das Teil zusammenbauen und die Achse nicht drin haben des Bösen, dann können wir hier durch dieses Loch sogenanntes Durchschauen versuchen. Wenn ich das Ding ein bisschen umdrehe, ne, das klappt sie nicht, das geht sie nicht aus, gell, ne, weil das gar nicht. Ah, da müsste ich die Eischraube rausnehmen. Kriege ich das hin jetzt auf die Schnelle? Das müsste ich eigentlich fast machen. Und ist zwar hier wieder das Teil im Weg, ne, das glaube ich, geht sie gar nicht anders aus. Meine Optilia und meine Frontkamera, sie werden keine großen Freunde werden. Nee, nee, nee. So, Mikrofant noch ein bisschen weiter. Also jetzt kann man hier sogenanntes Durchgucken tätigen bei diesem Loch. Und mit diesem unglaublich krassen sogenannten Durchgucken kann man nämlich dann hier diesen Sensor einfach drunter legen und dann reinschauen, ob er richtig liegt. So quasi, ne? Und dann kann man den exakt axisymmetrisch da passend reinlegen dann. So wäre er jetzt eigentlich perfekt drunter. Wir haben ja hier den Magneten, wer das noch nicht gesehen hat, von den neuen Zuschauern. Wir haben hier einen Magneten drin, der uns das Magnetfeld erzeugt. Und da unten drin haben wir einen Sensor. Der da, der uns das Magnetfeld abfragt. Da ist er. Mal von Hand fokussieren. Oh, seht ihr ihn? Da ist er drin. Und da versteckt er sich. Und der, das ist ein 3D-Magnetfeldsensor. Und da können wir über die X- und Y-Komponente rausrechnen, was für einen Drehwinkel unser Magnet da oben hat, der sich dann da drin freudig rumdreht. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Teil rein? Weil, wenn wir das jetzt so reinbauen, dann geht sie das, glaube ich, mit den. Sie mal da reinschauen. Oh ja. Könnte für einen Versuch könnte es schon klappen. Unsere ersten Tests, glaube ich, kriegen wir das hin. Da tun wir jetzt mal ein Spezial Montagemittel verwenden. Habe ich es ja. Habe für so Arbeiten extra ein Spezialmontagemittel da, mit dem ich die Dinger immer montieren kann, wenn ich so Arbeiten habe. Müssen wir jetzt einstecken, damit das Spezialmontagemittel erstmal aufgewärmt wird. Und dann kleben wir den Sensor da ein. Jetzt machen wir noch was ganz Schlaues. Jetzt tun wir einfach das hier rein. Und dann und dann und dann und dann tun wir da oben einfach. Mein Stift habe ich keinen, der lang genug ist, aber ja, haben wir hingekriegt. Jetzt noch ein bisschen markieren mit dem Edding und dann ja. Da sollte der Mittelpunkt sein. Ja, perfekt. So. Und genau da muss unser Sensor hin. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sollte sich das ausgehen, dass wir hier noch Jumper-Wires angesteckt kriegen. Und dann sind wir eigentlich komplett safe, was alles anbelangt. So, ihr könnt dabei gern was schreiben, Chat. Also es ist nicht verboten, dass ihr zwischendrin auch mal schreibt.
damit ich sehe, ob sie noch lebt und damit ich sehe, ob ich alles richtig mache. Aber wir müssen nämlich hier auf das Spezialmontagemittel warten. Ja, ich bin mal neugierig. Die Flap-Flap sollten wir heute hinkriegen. Also zumindest so, dass was bewegt und sich dreht und auf Anfrage hindreht. Wir werden bei der Konsole bleiben, wäre mein Gedankengang, dass man im Prinzip über die Konsole die ganzen Debug-Ausgaben machen. Webserver schmeißen wir komplett raus, braucht man nicht. Oder? Was sagt ihr? Oder soll man drin lassen? Eure Entscheidung? Meine, wir können machen eine Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung. Mal Webserver drin oder Russ. So. Sobald das Spezialmontagemittel flüssig ist, können wir hier montieren anfangen. Und wenn es montiert ist, dann gucken wir, ob es ausgeht. Oder? Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem super Plan. Zu viel Magie. Jetzt habe ich hier das Spezialmontagemittel. Guckt's her. Da tun wir jetzt hier einen Tropfen drauf von diesem Spezialmontage. Ah, Moment, jetzt mache ich erst noch ein Foto mit dem Handy. Nee, noch besser. Noch besser. Wir nehmen den Stift, den wir gerade gehabt haben. Und schreiben uns auf, welche Pins wo sind, weil sonst haben wir gleich wieder komplette Eskalation und wissen nicht, was wo ist. So, SDA. Nicht so gut schreiben wird der Stift. SDA, SCL, Günd und 3V3. So. Deckel. Dann meine ich, so werde ich es bald wegschmeißen. Boah, ich guck vorher, wie die Pins sind. Finger verbrennen. Ach Quatsch. Heißkleber ist nicht heiß. Warum soll ich mir da die Finger verbrennen? Kommt nicht mal was raus. So, eine Mikroportion von diesem Spezialkleber da drauf. So, und dann exakt hier drüber festkleben. Und halten, und halten, und heiß wird's, aber es kühlt schon wieder ab. So. Und jetzt müssen wir schauen, ob sie das ausgeht. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal was Neues drucken. Wie ihr hört, wie ihr seht vielleicht auch, das ist ganz zu. Haben wir tatsächlich noch ein bisschen Luft. Also jetzt geht sie easy aus. Ganz, ganz easy. So, dann kommen hier die Käbelchen drauf. Da braucht man jetzt ein rotes, ein blaues. Maibchen-Männchen. Dann nehmen wir ein, egal welches, grünes. Und das nächste ist ein lilanes Weibchen-Männchen. So, dann blau machen wir mal erschreckenderweise ground. Rot 3V3. Lila Clock. Und grün SDA. Und das Ganze schreiben wir uns jetzt auf einen sogenannten Zettel auf. Irgendwo einen einigermaßen leeren Zettel finden wird. Einen Stift finden wird. Wir haben SDA, SCL, Günd und 3V3. Also ich schreibe mal so, dass ihr auch was seht, wenn es nicht so hell wäre. Dann haben wir SDA ist grün. Lila, blau, rot. So. Dann verschlonzen wir das Ganze nämlich, damit die nicht rausgehen können. Da ein bisschen Schlanze drauf. Und
Zeitlich. Und obendrauf ein bisschen was. So, dass wir halt nur Luft haben. Schön, wa? Was aus mit meinem Glücksdeck ist beim ersten Dranziehen aus. Ja, nicht so gut. Ja, jetzt geht es hier genau nicht aus, weil hier die Dinger sind. Ich glaub's nicht. Weil die natürlich genau zu hoch sind. Könnte einfach mal irgendwas klappen. Hier wäre das perfekte Produktplacement für die Pfusch-Klebepistolen. Hat doch eh jeder daheim. Also sag mal einen Menschen auf der Welt, der keine Heißklebepistole zum Pfuschen und Murksen daheim hat. Das wäre der perfekte Werbemoment für den Dremel, den ich unterm Tisch liegen habe. So. Könnte einfach Nadelfeil nehmen, hätte ich auch irgendwo liegen. Aber wird alles überbewertet. Wundervoll. Ja, noch ein bisschen weg, damit es einigermaßen gerade ausschaut. Komm da nicht rein, das ist echt ungut. Echt ungut, das Ganze da. So. So. Tach, Hollo hat keine. Ja, ist klar. Wer's glaubt. So, da können wir jetzt aber einfach noch ein Cuttermesser nehmen und das Ganze noch einen Feinschliff verpassen. Also das Cuttermesser, wenn ich mal damit reinschneide, dann ist aber mal alle Arten von Krankheiten realistisch, das sage ich euch. So, und zack. Zack, perfekt. Ist anders, aber selten ist auch. Ah, wundervoll. Guckt es euch an, wie wenn ich es so gedruckt hätte. Wenn ich das so gedruckt hätte, es wird 1 zu 1 genau so ausschauen. Genau, direkt AIDS-Krebs, Covid-42, alles. Einfach direkt Instant Rip. So, geht sich das jetzt noch aus mit meinem Schlanzenteil? Ja. Geht noch. Hat sogar noch Luft. Luft wackelt, alles gut. Ich hatte hier irgendwo so einen Sprengring, ne? Ich habe den unter euren Zeugen abmontiert. Und jetzt ist er. Wo genau? Tu mal raus, tu mal, vielleicht sieht noch jemand von euch. Lebt unterm Sensor, ja, das wäre jetzt ideal. Könnte ich da einen Magneten dran kleben, ne? Ne, tut er leider nicht. Das ist magnetisch, da ist er auch nicht. Wo ist jetzt der hin? Das ist nämlich auch magnetisch, aber da klebt er auch nicht. Also den würde man jetzt ja an sich schon eher brauchen, ne? Steck mal die Heißklebepistole aus, sonst läuft es in 3 Tagen auch noch. Ja, haben wir den jetzt hinkaut? Mein Handy nehmen und auf den Boden gucken. Ist er ja runtergefallen? Ah ja, ich hab ihn. Ja. Noch weiter wegfliegen kann er nicht. So. Dann.
das Teil wieder da rein. Zack. Und schon hält das Ganze wieder. Dann kommt der hier drauf. Oh Gott, und dann brauchen wir nochmal einen. Den hier nicht mal mit reingeschmissen. Auf jeden Fall den da nochmal. Liegt auf jeden Fall keiner drin beim ZX81. Tja, gute. Quasi weg. Den finde ich nie wieder. Das weiß ich jetzt schon, da brauche ich gar nicht suchen anfangen. Das weiß ich jetzt schon. Dass ich da nicht mal suchen muss. Aber. Wir haben ja hier noch eine. Flapp, flapp, dann tun wir dann einfach da klauen. Ganz schmerzfrei. So. Und perfekt. Ein bisschen aus dem Weg da das Teil. Jetzt komme ich jetzt zu meinen ganzen Schaltdingern nicht zu. So, oder verbrenne ich dabei. Ich beides nicht will. Jetzt haben wir den hier drin. Sprengring. Der, wie man sieht, das Zahnrad dreht auch in die Richtung durch. Das kann man erkennen. Da ist eine Feder drin und in die Richtung, da kriege ich es nicht gehalten. Das war zur Kalibrierung damals, dass man quasi Blatt 1 kalibrieren konnte. Also man hat nicht das Zahnrad gedreht, sondern man hat quasi hier an dem Schlitz innen drin die Inkrementalgeberscheibe gedreht, während das Zahnrad gestanden ist. Das braucht man jetzt nicht mehr, denn wir haben ja die Möglichkeit einfach zu sagen, dieser Sensorwert ist jetzt 0. Also Grad, Winkel, X, Y, Z. Die Originalschrauben passen da nicht mehr rein. Ich glaube, ich habe da Dreier-Schrauben vorgesehen gehabt, oder? Dreier-Senkkopfschrauben. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich sowas überhaupt da habe. Ich meine, wenn ich es vorgesehen habe, dann besteht die Chance. M3-Senkkopf. Ich glaube, ich brauche keine Senkkopf. Dann murks mal einfach normale rein und gut ist. Wie lang müssen die sein? Ja, nehmen wir die da. So. Oh mein Gott, alle blind. Falsche Richtung gedrückt. Schick ist das schon, wenn man hier jetzt so den Sensor durchsieht. Also es ist ein bisschen transparent, ist das Ganze ja schon. Ne? So. Damals ist das Problem, dass wir da eigentlich schon so kleine Löcher haben. Ob ich die da unten jetzt dann reingeschraubt kriege, das sehen wir gleich. Muss ich eh nicht mit dem schrauben, ne? Glaub nicht. Aber es klappt. Schwer, aber es klappt. Geht da eins größer auch noch rein? Ja, perfekt. Könnt ihr einfach einen richtigen Schraubendreher nehmen? Was für das kleine Spielzeug da? Oh Gott. Weil geschraubt wird das Ganze ja. Über. Nee, da. Achso, da haben wir einen Abstandsbolzen, müssen wir noch reindrehen. Und dann über. Habe ich den jetzt wegoptimiert? Nee, oder? Habe ich jetzt die falschen wegoptimiert? Nein, das wäre ja.
Nee, das müsste sich ausgehen mit denen, oder? Ich habe die falschen wegoptimiert, Leute. Nein. Oh Gott. Ich habe die falschen weg. Ich habe die zwei inneren Wecker, die zwei inneren wird's geschraubt und die zwei äußeren sind. Keine Ahnung. Die zwei äußeren sind. Ah, da wo die Platine geschraubt wird. Ja, dann müssen wir nochmal schnell CAD machen vorher, dann drucken wir das und während der Druck tun wir ein bisschen Software schreiben. Fände ich jetzt ganz geschickt. Nutzen wir die Zeit. Ja, Hollo hat's verkackt, eindeutig. Ah, Hollo, Hollo, Hollo. Einmal mit Profis arbeite. Einmal. So, macht aber nichts. Das kriegt der. Oh, ich habe kein Transparent eingespannt, sondern nur Transparent einspannen. Dann hüpfen wir rüber. Aber dann, aber dann. Ihr wollt CADs. Ich nehme sogar das Mikrofon mit für euch. Bin ich nicht der Besteste? So, schalten wir mal den 3D-Drucker ein. Keine Sicherung geflogen ist schon mal gut. Dann müssen wir das weiße Filament raustun, das drin ist. Und kann nicht ein Schlitz sein, wo ich einen brauche. Mag nicht den einen jetzt nehmen. Mann, nein. So, weiße Filament raus. Transparentes Filament rein. Ja, ich will keine Gewindestangen fetten. Luftlich die Gewindestangen fetten sollte laut dem Drucker, glaube ich, werden die nur noch aus Fett mittlerweile. So. Jetzt muss ich mal ganz schnell. Geht's dir gut, ja? Mal ganz schnell hier noch umschalten. Wer weiß, was ich da schon wieder alles aufhab. So. Dann haben wir. Oh, jetzt habe ich da schon wieder alles auf. Auf jeden Fall nicht die Flapflaps. Einen Moment. Ah, die habe ich habe die Ordner geändert. Deswegen findet das wahrscheinlich gerade nicht mehr. Dev Let's Play YouTube. Klappanzeigen, Version Raspberry CAD. Es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich die wahrscheinlich das übliche Windows-Problem, oder? Ich habe die, glaube ich, in GitHub hochgeladen, oder? Flap, flap. CAD, ja, typisch. Wir bearbeiten das Ganze gleich im GitHub-Ordner. Tun wir nicht lang rum. Ich zeige es euch gleich. Ich muss jetzt erst mal suchen. Dann kriegt es wieder ein Bildschirm zu sehen. Klassische Windows-Problem, dass man das Zeug ja nicht, wenn man es einfach rüberschiebt, schiebt man es rüber und kopiert es nicht rüber. Also echt ganz großes Kino. Wir müssen anpassen den Deckel in eigenem Fenster bearbeiten. Und zwar möchte ich sicherheitshalber hier, wir haben eh noch ein paar kleine Änderungen, ich möchte hier ein bisschen weniger Radius drin haben, weil sich das sonst nicht ausgeht. Also es ist momentan so, dass er halt so ein Tick, also wenn der Magnet nicht 100% rund drauf ist, dann streift er halt so ein ganz kleines bisserl. Dann tun wir jetzt ein Zehntel pro Seite weg. Dann sollte es besser sein. Für den Fall, dass er nicht ganz rund drauf ist.
Tun wir mal das ein bisschen weg. Dann schneiden wir ihm hier gleich die Dings raus, auch wenn es nicht so perfekt ausgeschnitten sein wird, wie ich es gerade hingekriegt habe, aber wir geben ihm die Chance, dass er es probieren kann, der Drucker. Kolinear, du und du. Das Ganze ist wie breit? Das Ganze ist, jetzt machen wir das so einen kleinen Tick breiter, 11. Und jetzt können wir noch gleich einen Geniestreich wagen. Das Ding machen wir 11. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und dieser Ohrwaschel, der da rausschaut, er da, den da haben wir minus 1,6. Das müsste eigentlich die Größe sein. Wir machen da jetzt 13,1 draus. Und dann Skizze bearbeiten. Und dann brauchen wir hier eine Höhe von diesen Jumper Wires. Ja, machen wir 3 mm. Da 3 mm. Zack, austragen, fertig. Weil dann ist das Teil, nämlich, zeige ich euch gleich, was ich jetzt vorhab. Dann ist das Teil nämlich hier unten bündig und abgeschlossen. Und hier gucken unsere Jumper-Wires raus. Ist ja nun mal unser erster Versuch. Wie wir es im Endergebnis machen, müssen wir dann schauen. Das ist mal unser erster Wurf, den wir jetzt mal schnell rausdrucken dann. So, und ich habe natürlich diese Löcher, weil das ja total intelligent ist, habe diese Löcher natürlich, naja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe sie gelöscht, aber ich glaube, sie sind nicht mehr da. Man könnte sowas ja einfach unterdrücken. Oh, ich glaube, ich habe es unterdrückt. Ne, das ist nicht. Ist auch nicht. Das ist auch nicht. Habe jetzt alles eingeblendet gehabt, was unterdrückt wurde. Das war's nicht. Da sind's. Ne, das sind. Ah doch, da ist. Das sind ja eigentlich so Nupsis. Und auf was referenziert der da? Ach so, auf gar nichts. Ja, dann machen wir es jetzt andersrum. Dann nutzen wir das aus, dass wir die Maße haben. Löschen die Extrusion, bearbeiten die Skizze, löschen das raus. Und die Löcher, die wir da drin haben, die sind 2,75. Wundert es mir aber jetzt gerade echt, dass da 3er-Schraube durchpasst. Hä? Ah ne, das sind da, wo geschraubt wird. Perfekt. Die sind 2,75, sind ein Tick zu groß. Da sagen wir jetzt, du bist gleich mit dem und du auch. Dann ist der Durchmesser nämlich definiert. Und du bist horizontal abhängig. Ah, bist eh. Okay. Perfekt. Was fehlt ihm dann jetzt noch? Der Abstand hier. Der auch 3 mm ist. Perfekt. Dann haben wir nämlich die zwei Löcher. Tun wir jetzt linear austragen. Thomas, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Stream. Bis Geometrie. So. Und dann müssen wir nämlich die Löcher da schnappen. Die sind nämlich 2,75. Da kriege ich die Schraube schwer rein. Die machen wir 2,85.
und somit sind auch die unteren Löcher gleichzeitig 2,85. Die äußeren Löcher, die da drin sind, ich sie finde, die da, oh, die sind da in einer Skizze drin, ich krieg einen Vogel. Skizze bearbeiten, 2,85. Nee, andersrum. Andersrum, du bist 2,85. Du bist nach da außen 3 mm. Passt. So, das ist immer nur ein Loch. Und schon schaut es besser aus. Chat kaputt gegangen oder lebt der Chat noch? So, jetzt schaut es so aus, dass wir mal zwischendrin speichern, bevor irgendwas abstürzt. Jetzt haben wir die Löcher da. Die haben jetzt einen Tick größer gemacht. Das heißt, es sollte jetzt klappen. Der lebt noch vorüber. Perfetto. Dann können wir es auch anschrauben. Mit dem 10er Abstandsbolzen haben wir gesagt, machen wir das Ganze. Das sollte klappen. Ich bin zuversichtlich. Wenn nicht, dann wird es schön irgendwie hingemurkst kriegen. Dann würde ich sagen, speichern, hier bearbeiten. Nicht hier bearbeiten, extra bearbeiten, habe ich gesagt. Gewohnheit, exportieren. Da müssen wir jetzt auf Dokumente, GitHub, FlapFlap, CAD, Inkrementalgeber, Unterseite, Step setzen. Dann muss ich mal ganz schnell hier umschalten. Schauen wir mal, was wir sonst noch alles haben. Da will jemand niederohmig werden. Das kann passieren. So, jetzt muss man schnell hier schauen, was er hier alles aufmacht und nicht aufmacht und explodiert und sonstiges. Resize und vorbereiten Bildschirm. So, jetzt haben wir unser Bambu-Studio. Da ziehen wir jetzt unseren Inkrementalgeber Unterseite rein. Ja, danke. Den klatschen wir jetzt ultra draft raus. Hauptsache, wir haben den jetzt auf schnell, schnell. Und schauen wir mal, ob es einen Unterschied macht. 13 Minuten zu macht meistens eh keinen Unterschied, ne? 16 Minuten, also die paar Minuten mehr, die kriegen wir, glaube ich, hin. Können ja 0,24 oder was machen. Ja, nee, dann Standard. Ups. Sollen wir die Zeit rumbringen? Vor allem, weil es im Hintergrund die ganze Zeit den Krawall von dem Drucker hört. Das ist das Schlimmste dann noch. So. Ja, der Drucker ist echt dermaßen langsam. Also ich hätte echt gern mal einen Drucker, der vernünftig schnell druckt, weil es ist ja so ein Zustand. So, Druckplatte drucken. Ich hätte gern PLA Nummer 4. Ah, den ganzen Zeug braucht kein Mensch. Und oh, schauen, ob nichts auf der Druckplatte drauf ist. Ja. Die ganzen Dinger habe ich runtergemacht. Liegt die gerade drin. So, und ab die Post. 9 Gramm Filament. Das sind Unkosten. Unkosten sind es. Eieiei. So, lang. Heute noch bitte. Danke. So. Da muss wieder an den Mods gespart werden, ja. Also Jimmy, ich kann den Carbon empfehlen, X1 vom Bambu Lab. Den habe ich da hinter mir stehen. Das ist ein Traum, das Teil. Also er funktioniert so gut. So, und irgendwo kann man hier auf Live-Übertragung starten gehen.
Dann können wir ab und zu reinschauen. Wo jetzt draufgeklickt? Dann können wir ab und zu reinschauen, wie er druckt. So, in der Zerwischenzeit können wir aber rein grundlegend, aber auch die Hardware drüben schon aufbauen, soweit. Creality K1. Ja, ah, 250 mal 250 reicht mal dicke, muss ich zugeben. Also wirklich absolut, absolut ausreichend. So, wie ging jetzt das hier mit Live-Übertragung nochmal? Play. Wieder so lang her. So, da ist er ja. Und da wurstet er hinten runter, oder? Ja. Habt ihr schon wieder super, da hängt wieder irgendein der Wurst dran. Gleich reißt er mal wieder die Hand ab. So. Rechts am Abstreifer hängt auch nur eine Wurst dran. Ich habe ja Weiß drin gehabt, jetzt muss ich auf Transparent umswitchen. Schauen wir mal. Kiron ist natürlich auch gut. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Wird schon drucken. Wir können in der Zwischenzeit aber mal die Zeit nutzen. Soldas, grüß dich. Na, noch hast du nicht viel verpasst. Wir haben nur gesehen, dass der Holler sich da mit der Konstruktion vertan hat, die falschen Löcher gelöscht hat im Skript und jetzt müssen wir das alles nochmal neu machen. Aber es macht nichts. Macht man ja gern. Und er kann ja eigentlich auch nichts dafür. Er ist ja kein Konstrukteur. Von dem her, so, jetzt hat er da unten die Wurst hingekrotzelt. Und da oben hängt eine Wurst dran. Jetzt guck mal, was jetzt passiert. Ja. So, zeige euch jetzt mal drüben. Wir gehen jetzt immer rüber zum Lötplatz wieder und ein bisschen was aufbauen, während der hier Krawall macht. So, jetzt hat er mal hier diese Wurst rausgehaut, weil er den Farbwechsel von weiß zu transparent durchführen musste. Hat gut funktioniert, würde ich mal sagen. Schaut nicht so schlecht aus, ne? So, Spezialkleber ist auch ausgekühlt, dann kann man den wieder wegpacken. Jetzt kann man nämlich schon mal hier Lötkolben einschalten. Jetzt können wir nämlich schon mal hier den Bild auslöten, der da drin ist. So, warum ist das Lötzinn über so viele Ecken rum? So, das ist, also das ist der FET, der das ansteuert. Das ist der Darlington-Transistor, der den FET ansteuert. Der geht hier auf die Leitungen der Darlington, geht hier über den Widerstand auf den FET. So, 350, gib ihm. Könnte sich die Entlötpistole nehmen, aber ein Dreibeiner ist ja so schnell draußen. Rentiert sich gar nicht, die aufzuheizen. So, perfekt, dann haben wir den. Dann haben wir irgendwo ein Brettboard gehabt, mal früher. Da haben wir ein Brettboard. Dann müssen wir uns jetzt anschauen, wie wir das Ganze hinkriegen. Die 5 Volt, die haben wir gesagt, holen wir uns über ein USB. Die 48 Volt nutzen wir also rein. Da braucht man nicht irgendwie auf die 5 Volt gehen, erstmal, weil wir ja noch über USB arbeiten. Den kriegen wir, wenn ich den jetzt noch richtig schön abputzen würde. Ups. Das war das graue Kabel. Richtig schön abputzen würde, dann kriegen wir den auf jeden Fall eingenudelt. Ich glaube, ich sehe gar nicht mal wirklich direkt, ob jemand einen Daumen nach unten oder Daumen nach oben gibt. Das ist mittlerweile relativ gut versteckt bei YouTube, weil ich glaube, dass YouTube da gar nicht mal wirklich großartig Interesse daran hat, ob jemand einen Daumen nach unten oder nach oben gibt. Die tun, glaube ich, nur noch
schauen, ob Interaktion ist, aber welche Richtung, glaube ich, spielt mittlerweile keine Rolle mehr bei YouTube. So, wir haben hier unseren Sensor gehabt, den tun wir weg, braucht man nicht mehr. Dann haben wir hier unseren Mock, da müssen wir uns noch anschauen, wie der verkabelt ist. Den steuern wir dann mit einem I/O vom Raspberry Pi an. Hier haben wir unseren Kondensator dran, da müssen wir uns jetzt auch noch mal gleich anschauen, wie die Schaltung ausschaut. Und jetzt muss ich mal ganz schnell rüber, jetzt fängt der Drucken an. Ich nehme euch mit. Weil da nämlich. Ein Bavaria-Filament, der Innenraumlüfter auf 100% Vollgas loslegt. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob also man sieht es nicht. Ne? Es ist ja wieder transparent. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Also transparent drucken ist echt. Naja. Will jetzt nicht sagen, eine Herausforderung, aber doch schon. Dezente Herausforderung. Aber ich glaube, das könnte schon passen. Geht aber nicht. Ja. Ja, er wutzelt nichts auf. Und so, jetzt schauen wir uns die erste Schicht an, was er macht. Ja, das sieht man mittlerweile gar nicht mehr. Man sitzt bei YouTube, wenn man auf ein Video geht. Ich kann quasi bei Inhalte draufgehen. Ich kann es da sagen. Dann sehe ich zum Beispiel jetzt beim neuen Video 100% Likes. Aber da muss ich richtig drüber hovern. Beim alten Hardware-Videosignal habe ich zum Beispiel 97% Likes. Da habe ich 35 Daumen nach oben, einer nach unten zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendein anderes Video nehmen, wo wir viele Daumen haben. Da zum Beispiel das Livestream-Video, da habe ich 287 Daumen nach unten, 5 nach, 287 Daumen nach oben, 5 nach unten. Aber da muss ich halt eben auch Umwege gehen. Wie ist vom Geräuschpegel her für euch? Erträglich, hoffe ich, weil wegen, ich glaube, der OBS-Heine filtert das ganz gut raus. Aber wie man hier schön das Licht sieht vom Lidar, wenn er die erste Schicht vermisst. Finde ich cool. Was? Die Lisa, grüß dich. Ja, der filtert das alles raus. Man hört es wahrscheinlich ein bisschen im Hintergrund. Aber das passt schon. So, jetzt schauen wir uns noch schnell die zweite Schicht an, weil einfach das cool finde, wie schnell der arbeitet. Warum er jetzt nochmal eine ganze Ladung runterrotzt, das habe ich noch nicht kapiert. Als ob die erste Schicht Lava wäre und er bräuchte eine vernünftige, was auch immer dahinter. Aber meiner ist schon ganz flott, ne? Das ist schon ganz interessant anzuschauen. Keine Ahnung, wie viel FPS die Kamera hat von dem. Aber Kamera plus. Also das Ding da oben ist hart, ne? Das tut sie nicht so mitbiegen, wie es gerade ausschaut. Das ist schon hart, ne? Also von dem her, ja. So, und schon sind wir in der dritten Lage. 14 Minuten. Ja, schaut gut aus. Tür lassen wir zu. Da mangelt es definitiv an FPS der Kamera, ja. Also das Teil geht echt gut ab. Ich werde jetzt dann eh von hier hinter mir wegstellen, habe ich mir vorgenommen für die Tage, weil dann können wir im Stream öfter drucken und man hört den nicht, da kann er im Hintergrund laufen. Da vorne sieht man jetzt, da hat irgendwie einen Knödel rauslassen, da war irgendwas an der Nossel hängt. Das hat er immer wieder, er kriegt es einfach nicht gescheit abgestreift. Aber mei, ist schon ein Loch, nicht so schön. Ich habe das lang schon vorm Stream vorbereitet, genau. Scheiße, du hast mich leider durchschaut. Also wartet kurz, Leute, jetzt müssen wir noch was anderes machen. Jetzt muss ich mal den Zettel mitnehmen und den Stift und den da. Jetzt müssen wir uns nämlich nur ganz schnell den. Den. 2N. Ich und
Licht her. 62, 73 anschauen, was der für ein Pinout hat. Da haben wir ihn. Schreiben wir uns nämlich auch noch auf, weil das müssen wir jetzt auch gleich wissen. Du hörst den Drucker, du hörst auch mich gar nicht mehr, aber du hörst den Drucker auch nicht mehr. So, da haben wir unser Tab mit drin. Gibt es eigentlich irgendwelche Kulis, die noch funktionieren, die ich hier habe? Nur die guten Ehio-Kulis. Ja, der funktioniert natürlich. Gate M2, M1. M1, Gate M2 und den Dings weiß ich auch nicht auswendig. 2N, na, Mock 3025, Mock 3052, wenn ich es richtig da sprich. Bilder, den weiß ich auch nicht auswendig. Da haben wir Pin 1. Mit Diode drin und da haben wir zwischen den Pins gerade mal ein bisschen was aufgezeichnet, dass wir gleich wissen, wie die Pinbelegung ist, dass wir nicht zu viel falsch anschließen. Dann schauen wir uns noch ganz schnell den alten Schaltplan an, den habe ich auch schon aufgemacht. Der packt hier 1K gegen Masse runter und steuert mit 680 Ohm an. Ich glaube, das könnte man so eigentlich übernehmen, würde ich mal behaupten. Also, dass man quasi, wir kommen vom Motor, ich zeichne es jetzt mal schnell ab, dass wir es drüben haben, wir kommen vom Motor, haben dann Kondensator dazwischen, 1 und 4, 3 und 2 hängt zusammen und damit gehen wir auf den Triak Masse 1K 680 Ohm. Perfekt. Dann schalten wir nochmal ganz schnell da um. Ja, so schnell schaut es aus. So schnell druckt er da vor sich hin. Ne? Also eigentlich könnte man jetzt noch schnell fertig schauen, wenn der Chat das denn möchte. Aber ich glaube, Schaltung aufbauen ist spannend, oder? Schaltung aufbauen. So, jetzt tun wir nochmal schnell Schneuzen zwischendrin. Gleich wieder da, geräuschtechnisch. So, ich hoffe, ich habe das Mikrofon gemutet gehabt. Ich bin zuversichtlich. So, wir haben hier unsere Hightech-Schaltung. Wir brauchen 1K und 680 Ohm. 1K haben wir da. Sogar einen gebogenen. 680 Ohm haben wir auch da. Perfekt. Dann gehen wir nämlich. Wir haben hier, jetzt tun wir mal das Ganze ein bisschen raus und ein bisschen kompaktieren, weil der Mock, der braucht jetzt ein bisschen mehr wie die 5 Volt, die er da unten kriegt. Also wir haben hier die 5 Volt Schiene gehabt. Und da oben die 48 Volt Schiene, unten 5 Volt, oben 48. Ah, Mikrofon da ein bisschen weiter zu mir. Und von der 48 Volt Schiene müssen wir jetzt quasi, wir haben hier unseren Mock dranhängen. Wir gehen quasi
mit den 48 Volt auf dem Mock. So und so. Zack. Gehen mit 680 Ohm weiter zum M1, das ist der äußere. Ah, eine mit dir. 680 Ohm gehen wir zum M1. Im zweiten Pin da ganz rüber. So. Dann haben wir M2, was gegen Ground schaltet. Auch mal eine kleine Radbrücke. M2 ist in der Mitte, also Ground, wenn man es denn so nennen kann, beim AC. Okay. Ja, das ist teilweise ganz unterschiedlich, was für ein Delay das man hat, ne? Und da gegen Masse und dann das Gate mit 1K gegen Masse. Da und da. Und da müssen wir noch vom wir müssen zum Gate. Nicht zum M2. Gate müssen wir. Das wäre wieder ein fataler Fehler gewesen. Und keiner sagt was. So, und vom Anschluss nämlich müssen wir zu. Achso, wo habe ich denn das aufgeschrieben? Welche Pins was sind? Das haben wir auch irgendwo aufgeschrieben gehabt, gell? Ich weiß es. Wisst ihr es auch noch? Da. Alles da. Nichts geht verloren. Grün und Grau hängt zusammen. Das heißt, da müssen wir dann Grün und Grau auf diesen Pin, sagen wir mal, stecken. Und Rot kriegt dann einen Kondensator ab. Dahin. Und Blau kriegt auch einen Kondensator und die 48 Volt. Wird die Drahtbrücke zu klein sein? Der reicht mal auch nicht. Ja, nehmen wir den da. Den gerade da liegen haben. 48 Volt auf den Kondensator. Nur noch eine kriegen. Haben wir gewonnen. Perfekt, 48 Volt auf dem Kondensator und da kommt dann noch Blau dazu. Blau, Grün, Grau, nee, Grau, Grau und auf die zweite Seite vom Kondensator Rot. Das legen wir gleich so hin, dass man das dann auch blinken und zappeln sieht im Stream, oder? Mal, wie wir rauszoomen können. Schauen wir mal, wie wir damit die Kabel hinkommen. Also, Blau kriegt die 48 Volt. Oh, das ist zu kurz. Sie abisolieren, dass wir das gescheit einstecken, sonst haben wir keinen Kontakt. So. Ja, super. Jetzt Zettle. Muss man noch verzinnen, weil sonst kriegen wir es erst dann nicht reingeschoben ins Redboard.
2000 Jahre alte Kabel. Wo ist meine Abisolierzange? Ich weiß, ich habe eine Abisolierzange. Hab mir das denn eingebildet? Ich weiß es. Frage ist nur wo. So. Die zwei grauen. Und dann jammert er gleich wieder, dass die Kabel zu kurz sind, weil er sie abschneidet. Ich kenne ja den Ehayo. So, dann die zwei verzinnen. Lötdampfabsaugung, wenn ihr wieder im Shop habt, das wird auch gut, weil dann kann ich nämlich ja wieder herzeigen und so tun, als würde ich sie selber benutzen. Also eigentlich benutze ich sie tatsächlich, aber gerade hier nicht wirklich im Einsatz. Nicht geladen, nicht keine Steckdose frei für ein Kabel, das ist gerade so das Hauptproblem. Nee, zu dem nicht geladen, ich habe da die Batterie rausgeklaut, weil ich es für eine Taschenlampe gebraucht habe. So rum war's. So. Hätten wir das auch. Spitzen abschneiden. Dann haben wir gesagt, Blau kommt zwischen 48 Volt und Kondensator. Das wäre dann hier. Dann haben wir gesagt, Rot kommt auf die andere Seite vom Kondensator. Das wäre da. Und die zwei Grauen kommen hier mit drauf. Ah, die kann ich einfach gleich hier drüben reinstecken, ne? Einmal, zweimal. So, dann haben wir das soweit. Und die Diode kriegt gleich eine Masse. Von da nach da. So, Druck ist. Oh, jetzt habe ich das Kabel abgezogen. Druck ist im Übrigen fertig. Themen 24, grüß dich. Willkommen. So. Und dann brauchen wir, die braucht 2 Volt, 15 mA, glaube ich, haben gereicht. 3,3 Volt, das heißt 1,3 Volt bei 15 mA. Rechnet mal schnell den Widerstand bitte aus. R gleich U durch I, 1,3 durch 0,015. 120 Ohm oder sowas werde ich reinpacken, schätze ich mal. 1,3 durch 0,015. Tippen, 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 tippen. Habt ihr keinen Taschenrechner auf dem Tisch liegen, alle miteinander, oder was? Jetzt mal Handy nehmen und einen Taschenrechner benutzen. Wer hat es als erstes? Jetzt echt zum Speedcrunch selber rüberlaufen. Mann, wisst ihr mal alle ein Handy draußen? Der ganze Chat schläft, da kann ich selber hier auch Handy rechnen, machen, tun. Werkzeuge, Rechner, 1,3 durch 0,015. 86 Ohm, 89, 96 Ohm. Ja, wie gesagt, 120 Ohm. Ein guter Wert. Habe ich keinen mehr. Dann nehmen wir 130 Uhr, muss auch funktionieren.
Muss auch funktionieren. So, Chat, das gibt einen dicken Minuspunkt für euch alle. Eieieiei. Und da müssen wir uns überlegen, welchen Pin wir denn hernehmen sollen dafür. Hebeln wir den mal wieder vorsichtig runter. Weil ich will jetzt erstmal drunter schauen. So. 3, 4, 5, 6. Der sechste Pin ist GPIO20. Das können wir uns nämlich einigermaßen merken. Da haben wir noch ein Stück Käbelchen. Das will ich verlängern auf jeden Fall. Von da nach da. Und sagt es mir nicht, dass der GPIO20 jetzt für irgendwas anderes geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wird schon klar. Da können wir nämlich damit schon mal die Flap-Flap dann ansteuern. Und schauen, ob es überhaupt funktioniert. Das werden wir als erstes. Brauchen wir noch schnell einen Trafel, den habe ich da links irgendwo liegen. Mit Käbelchen dran. So. Oh, ein schwerer Trafon mit Kabelli. So, jetzt ist die Frage, wo ist Plus und Minus? Gebetet. Und da eine. Und da eine. Und eine neue krieg. So. Dann haben wir hier den Trafo. Ich habe ja schon Angst, dass die Sicherung fliegt, wenn ich den Trafo einschalte, weil er zieht echt gut Strom am Anfang. Achso, er hätte hier sogar so einen Anschluss für PE. Das heißt, ich könnte das sogar theoretisch da mal irgendjemand dran verbinden. Ach. Fliegt man nur der FI. Das kann ich nicht haben. Viel zu riskant. So. Wäre das Stream ja zu Ende. Wir könnten es jetzt dann auch schon mal grundlegend testen, das Ganze. Jetzt haben wir noch einen großen Fehler drin. Keiner sieht ihn, keiner sagt was. Alle freuen sich drauf, dass ich kaputt gehe. Wir haben natürlich hier Masse hier drüben von unseren von unserer ISP-Seite braucht man, ne? Nicht die Masse von dem AC. Keiner sagt das. Alle hätten sich schon gefreut, dass hier gleich wieder brennt und explodiert. Wir könnten das dann grundlegend testen, indem wir da mal die 5 Volt dran geben und dann mit dem Teil einfach mal auf 3,3 Volt gehen. Die Frage ist, wo wir hier 3,3 Volt haben. Aber die gibt dann sicher aus, so oft wie den raus und reinpackt. Gibt es eigentlich Sockel für die Picos? Wäre nicht ganz praktisch, irgendwas Nullkraft-Sockelmäßiges. So, V-Bus, V-Sys, Ground, 3,3 Enable, 3,3. Der Pin 1, 2, 3, 4, der fünfte Pin wäre das. Der 1, 2, 3, 4, also da wo ich eh, also ich habe eh die 3,3 Volt mir hier runtergelegt. Boah, bin ich schlau. Und dann könnte man mich testen, wenn man dem 3,3 Volt geben, ob die Flap-Flap dreht oder nicht. Sehen tut es nicht, weil es nämlich hier gerade schlecht da liegt. Ich hole jetzt mal das 3D-Druckteil. Und schon ist fertig. So schaut's aus. Das ist schon echt ziemlich cool, ne? Wie schnell das heute da geht mit diesem sogenannten 3D-Drucken. Ist echt irre. Müssen wir jetzt nämlich das hier noch schnell umbauen. Das hier wieder raus. So, den Scheibe da raus, den Zahnrad raus. Ja, soll was. Diese Ausreden immer. Natürlich müsst ihr zugucken und toll begeistert sein und überhaupt alles. Und nämlich,
So, jetzt haben wir hier, das geht auf jeden Fall, flutscht das jetzt richtig leicht rein. Das haben wir auch einen ganzen Tick größer gemacht. Glaube, ein Zehntel oder so auch. Dann das da. Boah, guckt es euch an. Hui. Und der kommt hier rein. Und jetzt haben wir gar keinen Sprengring verloren. Ist eigentlich schlecht fürs Drehbuch. Normalerweise müssten wir jetzt mindestens noch einen verlieren wieder. So, und das sollte dann jetzt hier drauf passen, ne? Hätte man schauen können, bevor wir einen Sprengring montiert haben, aber boah, guckt es euch mal an, he. Guckt euch das mal an. So hübsch. Also schon hübsch, oder? Da sieht man die Platine durch. Also absolut Premium. ASML-Stream gibt es am Mittwoch, genau. Da sieht man, das war da, wo er so ein bisschen diese Dings verkackt hat, den Anfang. Da hat er aber auch nur ganz eine dünne Schicht. Da tut das ja echt schwer mit dem, dass da Phase drauf kommt gleich. Und dann schauen wir mal, wie die Schräubchen jetzt reingehen. Die sollten jetzt ja einen Tick leichter. Achso, jetzt muss man erst hier wahrscheinlich mal. Achso, ne, es war da unten. Da war das. Da hat das sie schwer getan. So, jetzt muss man erst mal rauszoomen, damit ihr was seht. Erst mal hier rein und schauen, ob das jetzt leichter geht oder nicht. Was mit. Ja, mit dem besser geht's nicht. Kleinsten Schraubendreher nehmen, was man finden kann, ne? So. Die muss ich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Zehntel größer machen. Ah, die geht jetzt richtig fluffig rein, die Schraube. Perfekt. So. Numero uno. Wenn wir die Schraube noch finden würden, die wir herkriegt haben, wo habe ich denn die wieder hin? Ich weiß, ich hatte zwei Schrauben. Da. Geht gerade nicht rein. Diesen 45 Grad da oben hat das einen leichten. Leichte Phase gemacht und die Fuchs da voll eine. Aber macht nichts. Doppelgewinde. So, es geht echt super. Bin begeistert. Jetzt brauchen wir Abstandsbolzen. M10 haben wir gesagt. Habe ich auch da. 10 mm M3. M10 wäre ein bisschen groß. M3 mal 10. Ja. Oder nicht? Und habe die woanders irgendwo jetzt eingelagert? Die habe ich glaube ich da oben. Da M3 mal 10. 1, 2. Drei Stück. So, haben wir schon. Und jetzt sollte es nämlich auch klappen mit den Löchern. Wäre so meine Hoffnung. Ah, das sehen wir dann gleich. Die sollten hier auch rein gehen. Da nehmen wir die. Die da. Soll passen, ja. Kriegt man es nämlich gerade angesetzt mit dem. So. Und schon schneidet sich das Gewind rein. Oh, schwerste Arbeit hier am Start. So, einmal. Zweimal. Also die Flap-Flap wird sie jetzt dann gleich gar nicht mehr auskennen. So leicht wie das Ding da unten dreht. Ich hatte ja bisher immer einen Widerstand gehabt beim Drehen mit diesen kratzenden Kontakten.
wird gar nicht wissen, was mit dir geschieht. So einfach geht die jetzt zu drehen dann. So. So. Na, es geht mit dem iFixit-Teil da echt gut. Grundlegend könnte man sich ja überlegen, ob man dann diese Einschmelzmuttern vorsieht irgendwann mal, aber gerade reicht es dicke. So. Super. Und da. So, das sollte jetzt irgendwie hier passen. Schauen wir mal. Kriege ich das gedreht oder sieht unten was aussteckt? Ja, passt. Boah. Sowas von. Hui. Rastet jetzt sogar ein. Und da brauchen wir jetzt kleine Senkkopf. Kurze. Ich habe irgendwie diese Kiste verloren, wo ich das ganze Zeug rein habe, glaube ich. M3 Senkkopf kurz. Schauen wir mal, was wir da anzubieten haben. Ja. 1, 2, 3. M3 mal 6. Könnte sie ausgehen. Dann. So. Oder ist kein Dreier drin gewesen? Oder komme ich nicht durch? Es ist kein Dreier. Es ist kein Dreierloch. Aber warum? Warum ist das so gemein zu mir? Jetzt müssen wir echt nur auf Home-Level moxen. Ja, wenn ihr was packt und ihr Zeug gibt, heißt das, dann können wir auf Home Level moxen, aber Rüdarek. Ich habe jetzt schon mal einen Akkuschrauber hergekriegt. Ist nur die Frage, haben wir da? Ich habe halt nur einen 4er halber, das da könnten 3er sein. Ah, jetzt bohren wir einfach mal eine. Sehen wir ja, was passiert. Beim Glück ist jeder Akku gleich leer. So, jetzt muss ich nur schauen, wie wir das hinkriegen. Wie gibt's denn sowas? Der schneidet ja wie eine 1. Hätte man jetzt nicht erwartet. Schaut euch mal das an. Der schneidet sie da rein, als gibt es nichts anderes für ihn. Seit wann habe ich einen Bohrer, der irgendwie Schneid hat? Boah, krass. Also klar, aufbohren, aber normalerweise bleibt er dann hängen und also so schöne Späne und alles. Bin begeistert. So, Mülleimer. Dann. Jetzt geht sie halt gerade. Ah, doch, geht sie aus. Perfekt. So, dann könnt ihr mich zuschauen. Ja, funktionierendes Werkzeug. Ich kapiere es gerade auch nicht, wie das passieren konnte. Also, das ist echt. Ich bin gerade echt sehr schockiert. Kann eigentlich nicht sein. So. Zack. Zack. Und er dann noch. Ja, mehr Projekte mit 3 mm Schrauben, weil ihr einen Bohrer habt, der funktioniert, genau. Nur deswegen. So. Boah, guckt es euch an. Wie original. Wie original. Bin ich richtig rum? Ja, glaub schon, ne? Ja. Oder?
Müssen wir mal hier drehen. Was war das für einer, der da? Nee. So, hier können wir die Faltblätter von Hand drehen. Und wie man sieht, der Kriminalgeber dreht sich mit. Und man sieht da jetzt quasi, so viel muss er sich drehen, damit ein Blatt weitergeht. Na, schauen wir mal, wird er schon hinkriegen. Wir sind da zuversichtlich mit der Auflösung. Unser Sensor, ah, da ist schon mal 48 Volt wieder rausgegangen. Es ist erfreulich, weil es ist ja, scheppert ja überhaupt nicht, wenn die kurz geschlossen werden. Da müsste jetzt eigentlich auch mein Spezial Montagekleber mit dazu packen. So, wir haben hier 3,3 Volt für den Sensor. Wir haben hier die Masse für den Sensor und wir haben SDA Grün und Lila. Wo haben wir denn das Zeug da gehabt? Wisst ihr es noch? Ich weiß es nicht mehr. Lassen wir jetzt erstmal weg. Wir gucken jetzt grundlegend, ob unsere Schaltung hier funktioniert, dass wir ihm, wenn wir 3,3 Volt drauf geben, dass der Motor dreht. Wenn ich gleich weg bin, der Stream ist in 5 Minuten wieder da, da muss ich jetzt Sicherung reindrücken und ich schalte schon mal Taschenlampe ein. Muss ich Sicherung reindrücken und gucken, wie, was, wo. Weil, so, zack, zack, Taschenlampe an, weil es kann sein, dass der Trafo, weil er hat schon ein bisschen Strom. Ah, komm, sind wir 5 Minuten wieder da. Sonst, wenn es geht, sind wir eh gleich da. Was hat er gerade? Was raucht er gerade? Ah! 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 Ha! Ha! Der 5 Volt hier. 48 Volt sind ja da oben. Ja. Da sind die 48 Volt. Jetzt ist mein Signal weg. Jetzt hat sie irgendwas verabschiedet. Jetzt müssen wir warten, bis die Elgato sich wieder gefangen hat. So, was hat er jetzt? RIP. Tun wir mal aus- und einstecken. Naja, der sollte eigentlich schon noch da sein. Keine Ahnung, was der jetzt für ein Signalfehler gefangen hat, die Elgato. Sollte eigentlich schon wieder kommen. Ja, da ist er. Da oben sind die 48 Volt, Leute. Da unten waren die 5 Volt. Das heißt, ich schätze mal, der ist jetzt vermutlich nicht mehr so gut. Ab in den Müll damit. Ne, die Himbeere ist hier zum Glück. Renzis, vielen Dank für den Follow. Die Himbeere ist hier zum Glück nicht verbunden. Sonst wäre ich jetzt richtig stinkig, weil dann wäre ich nämlich kaputt. Die Himbeere ist nicht kaputt. Ich habe extra das letzte Mal hier die Kontakte raus. Aus dem Grund, weil ich genau gewusst habe, dass irgendwann sowas passieren wird. Na gut, dann tun wir jetzt die 48 Volt da oben hin, was hin sollen. Und versuchen das Ganze nochmal. Wenn der Chat weg ist, der Stream weg ist, dann müsst ihr ja kurz warten. So, der jodelt schon vor sich hin. Also. Und hört auch gar nicht auf. Aha. Okay, so. Ist das eigentlich verbunden da oder ist der jetzt da rausgerutscht? Sehe ich gerade nicht. Also weiter. Nee, das geht nicht weiter rein, oder? Nee. So. Ja, gut. Ja. Also eigentlich sollte der das nach Masse ziehen. So wird ein Ventilator gehört. Er macht leider keinen Wind. Und ah. Ah. Nö. Masse. Da die zwei grauen. Stecken wir mal ein aus hier.
Bisschen Angst, dass irgendwie AC beide ausgesteckt. Eieieiei. Nur kein Kurzschluss reinmachen, der Trafo hat zu viel Ampere dafür. Uiuiui. So. Könnte man eigentlich ein Daumenkino machen, ne? Schauen wir mal, wie wir meinen Triak angeschlossen haben, sicherheitshalber. Wir haben hier gesagt 1K Richtung, also eine Seite, das wäre er hier. Das ist 1K. Dann haben wir, das ist quasi der M1 und der M1. Ach so, ja. Der M1 ist rechts. Ein Argument, ne? Müssen wir den halt auch richtig anschließen, dann könnte es vielleicht auch funktionieren. Der M1 ist der rechte. Also er da. Und der M2 ist der mittlere. Also er da. So. Schauen wir mal. Könnte dann vielleicht schon eher funktionieren, wenn man es richtig rum. Genau, also ich muss mal richtig rum anschließen. Das hat Matthias in der Software damals bei der Senseo schon falsch gemacht gehabt, weshalb ja der erste Boiler durchgebrannt ist. Man sieht nicht lernfähig, der EHIO. So, jetzt passiert nichts. Dann verbinden wir den hier mit 3,3 Volt und es passiert nichts. Schon mal. Nicht so beruhigend, ne? Warum nicht? Ah, das sollte jetzt aber schon funktionieren. Ach so, ja, mit 3,3 Volt, ne? Heute schießen wir alle Böcke ab, die man so abschießen kann, oder? So, jetzt haben wir auch 3,3 Volt drauf. Und jetzt macht das auch. Und er geht da zuverlässig aus. Perfekt. Perfekt, sage ich. Wir haben gesagt, GPIO20, ne? Jetzt gehen wir mal wieder zur Software rüber. Wir müssen auch noch mal schauen, wo der angeschlossen wurde. GPIO20, also wo unser der da angeschlossen wird, müssen wir auch noch anschauen gleich. Habe ich vergessen. So, da sind wir wieder. Da ist unsere SD-Karte vom Pico. So. Dann müssen wir reinschauen. Das braucht man immer. Alles auf. Also im Übrigen, Leute, die habe ich bestellt, weil ich es gerade sehe, die habe ich heute bestellt, die sind heute verschickt worden. Die sind bis Freitag zum Stream da. Das heißt, da können wir die Tasten anschauen und unsere ersten Versuche machen. Es hat schon was geraucht, dein Drucker ist fertig. Holo hat dazugelernt mit den Drehbüchern, dass es ein bisschen spannender ist und so hat er gemeint, kann man mal was weitergehen, ne? So, jetzt schauen wir in unseren Code rein. Da steht da oben nämlich irgendwo, jetzt müssen wir mal da erstmal irgendwas opfern. Am Raspberry Pico W Pinout. So. Pico 2, Pico ohne W, Pico mit W, Open Image. So, wir haben gesagt, SCL GP17 und 16 Daten an dem Platinenrand, Clock die zweite.
Garten ist grün an Platinenrand. Der da, Glock ist lila, die zweite. Und den 20er haben wir gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoffen wir mal, dass der nicht schaltet gleich. Nee, perfekt. So. Dann haben wir das. Ah, war die Kamera aus, ist die ausgegangen. Oh, das fragt. Keine Ahnung, was da dann reingestreut hat, ne? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also, komisch. Jetzt haben wir unseren Code. Jetzt müssen wir den mal umschreiben. Jetzt müssen wir den mal umschreiben. Ich hätte. Achso, wie machen wir das jetzt? Webserver? Nein, ja oder nein? Machen wir mal eine Abstimmung. Neue Abstimmung. Webserver oder nur Konsole? Nur Konsole, beides. Umfrage beginnen. So, es läuft die Umfrage. Also die kann man da irgendwo einblenden. Das habe ich das letzte Mal gemacht, ne? Aber ist jetzt schon wieder weg. Schon wieder rum. Ist wieder erledigt. Gibt's schon immer. So. Jetzt machen wir mal so. Ich hätte gern ein Programm in CircuitPython, welches einmal in der Sekunde den Ausgang GPIO 20 für, was machen wir, 50 Millisekunden high setzt. Verstehe die Frage nicht. So. Achso, doch so kompliziert, ne? Das ist schon nicht ohne. Es ist schon richtig krass. Puh. Also, da muss man schon mindestens studiert haben, dass man das kennt. Wie schaut denn das bei diesem CircuitPython-Zeug aus eigentlich? Muss ich da. Ich habe hier die Datei oben, die heißt code.py. Muss die immer code.py heißen? Oder kann die auch anders heißen? Und was steht eigentlich da drin? Gar nichts. Würde mir eine neue Datei machen. Aber die können wir ja eh. Moment, das können wir ja sowieso. Dann packe ich die erstmal wieder auf temp-code.py überschreiben, ja. Dann tue ich mal schnell hier. Jetzt kopieren wir es 1 zu 1 rüber. Ja, PE schon, PY schon für Python, aber die Frage ist, woher er weiß, dass er Code aufrufen muss. Oder ich meine, es könnte ja auch xy.py heißen. So, ich kopiere jetzt mal die code.py rüber. So, meine lieben Leute, ich gucke mal, ob ich hier umgeschalten kriege. Man sieht. Da habe ich die Abfrage. Also es gibt eine Umfrage, ne? Stimmt's ab, Leute? Ein paar Sekunden habt's noch. 7 Leute abgestimmt. Von 30 Zuschauern knapp, also hallo. Also man sieht, er tut immer wieder Takten und blättert dann runter. Okay, dann Umfrage hat es erledigt. So. Dann tun wir das Ganze umprogrammieren. Jetzt kombinier bitte beide Programme. Ich würde gerne den Winkel des Magnetsensors über die Konsole sehen und zusätzlich soll der Ausgang alle
Sekunden getaktet werden. Jetzt schauen wir mal. Nee, 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 es geht darum, warum er weiß, dass der die Datei aufruft. Das war PY, die Endungen, es ist eine Windows-Krankheit. Die Endungen interessieren ein Linux-System überhaupt nichts und so. Nee, die. Also die Minutenanzeige theoretisch schon, ja, die geht ja bis 24. Also das geht. Ich habe 4 Minutenanzeigen, 2 Stundenanzeigen, glaube ich. So, ist jetzt endlich fertig mit Programmieren. So. Hast du. Nee, das hat er noch drin. Rotation, da, doch, macht er. So, Code kopieren. Jetzt muss ich aus Putty nochmal aufmachen. So, das war seriell. Gerätemanager, was war das für einer? COM7, glaube ich, war das, oder? COM7 mit 115.200 Baud und das Ganze speichern wir als Raspberry Safe. Kriegen wir verbunden. Ja. So, dann Code kopieren. Ich bin so neugierig. Da einfügen. Speichern. Umikopieren, ersetzen, okay. Nicht schlecht, oder? Jetzt machen wir das Ganze mal 10 Millisekunden lang. Und alle halben Sekunden. Und dann, es sagt auch kein Mensch was, dass ich nicht auf dem Bildschirm bin, gell? Alle gucken ganz gespannt zu, wie das Ding da drüben runterfallplattet. Kein Mensch sagt, dass ich nicht auf dem Bildschirm bin, wo man eigentlich hier die Magic sieht. Finde ich cool. So gespannt gucken sie alle auf die Fallblattanzeige. Also da hüpft er jetzt schon ein bisschen hin und her. Aber das ist ja nicht so wild. Weil wir haben ja immer nur 6 Grad, also wir sind jetzt in der Mitte drin irgendwo, also jetzt sind wir irgendwo mittig drin und den Winkel, wenn wir dann haben, dann sind wir eh schon auf Nummer sicher. Clip im Discord, hat jemand was gepostet? Na toll, danke Manuel. Also ich meine, der tut. Jetzt zählen wir mal mit. Wir zählen jetzt mal mit, wie oft der Tag hat. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 14 Mal. 14 Mal Tag hat er. Dafür, das heißt, wir haben jetzt eine Millisekunde, das heißt, wenn wir 10 Millisekunden, das heißt, wenn wir 14 Millisekunden machen würden, würde er vermutlich immer um ein Blatt weiterspringen. Also jetzt plus minus. Schauen wir jetzt mal.
Ja, ab und zu sind es zwei. Das sind 14 zu wenig. Motor ist natürlich auch träge. Aber, also die Winkelabfrage, die passt. Das ist echt super. Jetzt tun wir dem noch was geben. Jetzt tun wir mal schauen, ob der das kann. Ich würde gerne, ich würde gerne den Ablauf mit der Taste S starten, wenn ich sie über die Konsole an den Raspberry schicke und mit erneutem S wieder stoppen. Schauen wir mal. Das lässt die ganze Zeit laufen. Ja, ist ja überhaupt nicht kompliziert, seriellen Gedöns da und überhaupt. Kurze Pause, um die CPU zu entlasten. Code kopieren, Code einfügen, speichern und umikopieren, ersetzen. So, drücke keine beliebige Taste, um REPL zu betreten. Drücke STRG D, um neu zu laden. Ja, das schaut ja mal nicht so gut aus. Zurückverfolgung, Code, Zeile 41. Select ist nirgends definiert worden. Schreibweise kontrollieren. Zeile 30 und 41. Zeile 30. Select, aha. Ich bekomme die Fehlermeldung Doppelpunkt. Schauen wir mal, was er sagt. Sind wir wieder so weit wie das letzte Mal, ne? Hat man schon mal das Circuit Python, dass er immer nur im MicroPython Modus ist irgendwie. Check Serial Input, Global Running Supervisor, Comment Sys Standard INRI. Da schauen wir mal, ob es mit dem funktioniert. Ich würde es halt einfach cool finden, wenn er einfach von Haus aus einfach gleich richtig programmieren würde. Wenn er nicht 25 Mal sagen muss, was er anders machen soll. Nö. Doch, es. Naja. Macht's einfach. Ja, vernünftig prompten. Ich soll ihm einfach in Zukunft schreiben, mach's bitte gleich richtig. Und nochmal S drücken. Ablauf gestoppt. Xerik, grüß dich. S, Ablauf gestartet. S, Ablauf gestoppt. So, jetzt wird's spannend. Ich zeige es euch mal noch schnell hier auf der Optilia, damit ihr es auch seht. Ich drücke S, dann flappt er los. Sieht es ab und zu runterflappen. Und nochmal S. Und man sieht es auch am Motor, ne? Dreht sich nicht mehr. Nochmal S und er hört auf. Das ist schon mal ziemlich cool. Also ist schon mal verdammt cool. Verdammt, verdammt cool. Jetzt müssen wir überlegen. Ich brauche eine Nullpunkt-Kalibrierung. Wenn ich die Taste 0 klicke, soll er den aktuellen Winkel berechnen und diesen als Nullpunkt speichern.
auf Basis diesen Winkels soll er die 360 Grad in, was haben wir dranhängen gerade? Minuten haben wir dranhängen, oder? Ja. Und die Minuten haben wie viele? 62, glaube ich. In 62 Stufen einteilen. Und so, Furuba, gute Nacht. Und diese Stufe ausgeben, wenn er den Output schaltet. Jetzt wird's krass. Jetzt denkt er. Jetzt denkt er. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wenn das funktioniert, dann bin ich völlig. Funktioniert nie. Never wird das funktionieren. Hört mal. Jeder 5er Donation, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann beendet mein Stream. Klingt doch nach einem Plan, oder? So. Rechner, er tippt immer noch. Er tippt immer noch. Stufe, Step. Oh, ich bin so neugierig. Code kopieren. Steuerung A, Steuerung V, Steuerung S. Und umkopieren. So, jetzt müssen wir erstmal S drücken. Also, jetzt tut er aber nimmer takten. Pin Board GP20 Output if running. Ah. Er will, dass ich ihm zuerst den Winkel kalibriere, sonst macht er nichts. Dann drehe ich das Teil jetzt auf 0. So, der ist schon auf 0 gedreht. Dann gebe ich ihm eine 0. Nullpunkt kalibriert bei 354,15 Grad. Jetzt starten wir den mal. Ach so. Ist aber gut, wenn das dann auch Stufe 0 wäre. Ah, dieser Chat-GPD. Die 0. Punktkalibrierung soll dann auch Stufe 0 sein. Habe ich ihm nicht gesagt. Und wie langsam er tippt. Da tippe ja ich schneller. Dreh schon mal auf 0 zurück. Könnt ihr mal dabei zuschauen. Während der herumprogrammiert ewig. So. Stufe 0. Sind wir fertig mit Programmieren endlich, ja? Lang hat's dauert. Hätte ich selber in der gleichen Zeit geschafft. ChatGPT-Zeugs da. So, umkopieren, ersetzen. Putti, warum ist ja die Putti-Konsole noch auf?
So, 0. 0 Punkte kalibriert bei Stufe 0. Starten. Warum zählt er in die falsche Richtung? Du zählst die Stufen in die falsche Richtung. Ich drehe mal wieder auf Null, weil der programmiert. Ach, ist das praktisch. So. Gut, dass wir was zu tun haben. Der Winkel läuft auch rückwärts. Stimmt, 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 stimmt. Code kopieren. Stimmt, der Winkel hat runtergezählt. Fällt mir gerade ein. Ja, hast recht. Einspeichern. Im Ziel ersetzen. Nullpunkt kalibriert. Starten. Jetzt lasst man mal bis. So, jetzt müsste eine 8 da sein. Sind auf der Stufe 8, das heißt. Auf der Fallblattanzeige müsste eine 8 sein. Bin gerade ein bisschen neugierig. Gute Nacht, Hope. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es auch gesehen, da war eine 8. Jetzt müssten wir das mal ein bisschen laufen. Das passt nicht ganz zusammen vom Timing. Ab und zu sind zwei, ab und zu sind drei, weil da gerade diese 10 Millisekunden wahrscheinlich gerade eine blöde Überschneidung haben. Drehen wir mal bis 29. Weiß nicht, ob bei 30 oder bei 31 das leere Blatt kommt. So. Gestoppt. Also, das liegt hier auch. Also sind schon bei 30. Bisschen läuft es davon. Bisschen. Waren es 62 oder waren es 61? Waren es 62 oder waren es 61? Habe ich das ins GitHub reingeschrieben? GitHub. GitHub. Smartplug, was auch immer das ist. Ihio. Flap. Software. Nee, habe ich da nicht reingeschrieben. Natürlich nicht. Würde ja Sinn machen. Waren es 61 oder 60? Nicht, dass wir jetzt da deswegen ein Problem drin haben. Ich glaube, es sind, nee, es sind 62. Es ist ein Leerblatt in der Mitte und eins am Ende. Das müssen 63 sein. 0 zählt ja auch dazu, oder? Ja, wir sind ja blöd. Es sind 63, weil wir haben die 0 nicht mitgezählt, oder? Oder haben wir die mitgezählt? 0 bis 60 sind 61 Werte. Es ist zwischendrin ein Leerblatt und am Ende ein Leerblatt. Also sind es auf jeden Fall 63 Werte. Also 0 bis 59 bin ich. Jetzt bin ich gerade doof. Jetzt bin ich gerade doof. Ja, stimmt.
Lernen bis 60. Es ist zu spät. Eindeutig zu spät zum Denken. Fehlt ja nur bis 59, logisch. Nee, das sollte schon passen. Aber da hat er jetzt. Da haben wir jetzt eine Geschichte drin. Die müssen wir jetzt noch reinprogrammieren. Die haben wir nämlich schon mal drin gehabt. Die hat er wieder vergessen. Mittle bitte 10 Werte vom Magnetfeldsensor, damit die Genauigkeit besser wird. Bitte immer 10 Werte. Wir haben mal gemittelt gehabt. Videobeweis 62, perfekt. So, jetzt mitteln wir nämlich drüber, dann ist das perfekt. Jetzt müssen wir aber noch was anderes noch mit reinpacken. Na, macht man da nicht. So. Typ, schneller. Average, da macht er das Mitteln. Und schon wieder der falsche Bildschirm. So, ich blätter halt wieder auf 0. Mittlerweile ist schon gut, wenn. Ich habe, glaube ich, einen Tick zu weit gedreht. Kleinen Tick zu weit habe ich jetzt, glaube ich, gedreht. Jetzt bin ich nicht mehr schön mittig drin. Groß ist denn das Viech mittlerweile? 4K. So, Nullpunkt mitteln. Starten. Ja, ich habe einen Tick zu weit gedreht, er hüpft schon über und dann schaltet er hier erst die neue Dings an. Jetzt probieren wir noch was und dann lassen wir es gut sein. Baue das Programm bitte jetzt so um, dass er bei Drücken der Taste X den Ausgang so lang high setzt, bis er bei Stufe 28 ist. Er wird drüber laufen, er wird brachial drüber. Aber ich probiere es mal. Wir probieren es mal, ob er überhaupt das Ganze hinprogrammiert kriegt. So, wird ganz schön ein komplexes State Machine, die der sich da zusammentüfteln muss. Dieser ChatGPD, schlauer ChatGPD. Dann kopieren. Ich finde schön, dass man es immer erklärt, was er eigentlich macht, weil es mir überhaupt nicht interessiert. Speichern, CircuitPython, umikopieren, ersetzen. 0. Er hat kalibriert. Wenn ich jetzt S drücke, hüpft er weiter. Er hat 61 Stufen drin. 0 bis 61, ja, das passt. Passt es? Ja, doch. So, und jetzt, ich gehe mal auf die Optilia, drücke mal X.
Ja, er wartet auf die Stufe und es raucht ein Widerstand. Ich glaube, der ist ihm vielleicht ein bisschen. Also, Ablauf stoppen können wir auch nicht mehr. Dankeschön dafür. Ja, jetzt brennt er auch noch. Sonst noch was. Ich glaube, der Vorwiderstand ist. Ich glaube, der Vorwiderstand hat nicht ganz gepasst. Ich sag dazu nichts. Oh mein Gott. Ja, etwas trüb hier der Blick, aber ansonsten. Ich kenne mich ja nicht aus damit, aber ich schätze jetzt mal. Ich behaupte mal. Ja. Ich weiß, es hat echt richtig sogar das Kabel hier verschmort. Ich behaupte mal, der Vorwiderstand für den Triac war nicht ganz korrekt berechnet. Das gucken wir uns dann nächste Woche, glaube ich, nochmal neu an, was wir da für einen Vorwiderstand hinpacken können. Aber 680 Ohm, ich meine, bei der Senseo haben wir, glaube ich, 100 Ohm oder so drin. Ich glaube, das wäre besser. Ja, müssen wir uns nächste Woche nochmal anschauen. Ich mache mal ein paar Gedanken bis dahin. Cool. Ja, cool. Also nicht cool, weil eigentlich hätte ich gern, dass er stehen geblieben wäre. Da. Ist aber nicht. Er hat gesagt, warte auf Stufe 28. Er war nicht schnell genug. Er hat. Ja, er hat vermutlich da den Dings drin, oder? Er hat ja da immer diese Timer drin. 0,1 Millisekunden Sleep, dann natürlich kriegt er es da nicht mit. Das kann er natürlich nicht mitkriegen. Also, dass er da genau, wenn er da 100 Millisekunden schläft, nee, das kann er gar nicht hinkriegen. Dann müssen wir da auf jeden Fall eine kürzere Pause reinmachen, sonst klappt es definitiv nicht. Da müssen wir auf jeden Fall. Ich würde es jetzt gerne nochmal testen, aber irgendwie habe ich gerade Elektronikprobleme. Machen wir nächstes Mal. Gut, das finde ich cool. Mir gefällt es. Wir haben einiges gemacht. Den Quote hier packe ich wieder als 002. Also der Holler hat irgendwas gesagt von wegen GitHub Anti-Mensch. Ich könnte es ja einfach Code.py nennen und über die Versionsverwaltung gehen. Das wird natürlich auch gehen. Ich muss ja nicht 25 Dateien anlegen. Das könnt ihr natürlich auch noch machen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn man schon GitHub verwendet, ne? Wäre vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Jo Leute, dann haben wir es für heute geschafft. 10 nach 10, ewig lang gestreamt. Ein Haufen Leute dabei gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr Händchen gehalten habt bei den bösen Dingen, die passiert sind. Ich freue mich auf morgen. Morgen gibt es einen Stream ohne Matthias. Morgen muss ich mal was überlegen, was ich mache. Vielleicht machen wir direkt morgen schon weiter mit dem Projekt. Könnte man natürlich auch. Das seht's dann. Wir schauen mal morgen. Ja, wir schauen dann einfach mal, wie wir das morgen hinkriegen, was wir machen. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Ansonsten vielen Dank allen miteinander. Vielen Dank alle, die mich unterstützen. Und ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz schönen Abend heute noch. Morgen einen schönen Mittwoch, schönen Wochenteiler. Wir sehen uns morgen Abend wieder, sonst am Freitagabend. Und auf YouTube wird es mir sicher auch ab und zu wiedersehen. Macht's es gut. Vielen, vielen Dank für alles. Bis bald.